Wertungen von Fachmagazinen sind ja immer so eine Sache. Mal sind sie etwas willkürlich, mal etwas zu detailliert und manchmal auch einfach nur komplett daneben. Aber sie sind irgendwie auch wichtig. Wichtig für die Spieleindustrie, um ihre Produkte zu bewerben und auch einen Indiz zu bekommen. Naja, taugt das, was ich hier was mache? Sie sind auch wichtig für die Käufer, um zu merken, lohnt es sich für dieses Produkt 60 oder mehr Euro auszugeben? Und natürlich sind sie auch wichtig für die Spielemagazine selber, denn mit diesen Tests und gerechtfertigten Wertungen, naja, baut man sich eine Userschaft auf, beziehungsweise eine Leserschaft oder in unserem Fall hier eine Zuseherschaft. Nun gibt es allerdings auch Magazine, die ein wenig trollen wollen. Sie geben guten Spielen eine sehr niedrige Wertung, weil sie das Spiel nicht mögen und dann gar hassen und sich dann denken, hey, warum nicht, wir holen uns jetzt mal eine Clickbait-Wertung raus. Also geben sie einem grundsätzlich ganz akzeptablen Spiel eine zum Beispiel 3 von 10 Punkten. Solche Meldungen bzw. solche Wertungen gehen dann gerne durch die Foren und teilweise auch durch die Presse und schwuppdiwupp hat die Webseite bzw. das Magazin mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks und so, naja, vielleicht auch etwas kostenlose Werbung. Diese kostenlose Werbung bezahlt man mit, naja, Glaubwürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Phil Spencer ist Chef bei Xbox und genau er hat dieses Problem jetzt mal jüngst angesprochen. Sein Beispiel dafür war ReCore und ehrlich gesagt ist das kein sehr gutes Beispiel. ReCore erschien für die Xbox One und den PC über den Windows 10 Store und ist quasi das neue Werk vom Mega Man Erfinder Inafune. Das Problem ist, das Spiel ist halt tatsächlich nicht sonderlich gut. Die Metacritic Durchschnittswertung ist knapp über 60% und auch die User finden das Spiel jetzt nicht so berauschend. Auf Metacritics hat es einen User-Score von 6,6. Das heißt also, so eine 6 von 10 oder von mir aus auch 7 von 10 ist hier sehr gerechtfertigt. Phil Spencer sagte im Interview mit GameSpot: Was die Bewertungen angeht, ich glaube ehrlich gesagt, dass manche Reviews mit dem Titel ein wenig zu hart ins Gericht gehen. Ich versuche niemanden weiszumachen, dass das Spiel eine glatte 10 wäre. Ich denke, dass es, wie bei anderen Spielen auch, Dinge gibt, die wir, würden wir von vorne beginnen und wüssten, was dabei herumkommt, ganz anders machen. Wir sind sehr stolz darauf, was aus dem Spiel geworden ist und ich glaube, eine 7, 8 oder 9 als Wertung sind in Ordnung. Aber eine 3 oder 4? Ich meine, jemand hat Forza Horizon 3 mit 4 Punkten bewertet. Ich glaube, da gibt es eine Reihe von Reviews, die eher mit dem Gedanken geschrieben wurden, mehr Klicks zu generieren, als mit dem Vorhaben, die tatsächliche Qualität des Spiels wiederzugeben. Und das wurmt mich wirklich. Grundsätzlich hat Spencer hier indirekt recht. ReCore ist halt ein schlechtes Beispiel. Warum man allerdings einem Forza Horizon 3 oder 4 Punkte geben soll, das ist mir nicht so ganz klar. Und tatsächlich kann man hier das Wort Clickbait dann in den Mund nehmen. Klar kann es sein, dass man Forza Horizon 3, und wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel, nicht so geil findet wie der Rest. Das kann mehrere Gründe haben. Ich meine, jeder Test und jede Meinung ist dann doch etwas subjektiv bzw. subjektiver, als man es immer zu glauben mag. Ja, ich weiß, Reviews sollen objektiv sein, aber die eigenen Gedanken kann man halt auch nicht hundertprozentig abstellen. Allerdings darf man ein Spiel auch nicht dafür bestrafen, dass es halt nicht das ist, was man gerne hätte. Zum Beispiel ist Forza Horizon 3 kein Arcade Racer. Also warum sollte ich das Spiel dann dafür bestrafen? Das Problem ist tatsächlich, dass manche hier nicht wirklich richtig werten. Ich sehe da vor allem das Problem, dass denn, ich sag mal so, die Leute sind dann irgendwie enttäuscht, weil das Spiel nicht das ist, was sie haben wollen oder sie mögen ein, zwei Änderungen nicht und dann suchen sie die Punkte raus und nörgeln und nörgeln und nörgeln und nörgeln. Und dann entsteht mal eine 3 von 10 bei einem Spiel, das das niemals verdient hätte. Das ist halt, naja, sowas kommt vor und sowas zeigt nur, dass man kein guter Reviewer ist. Zugegebenermaßen, jeder darf mal ausrutschen, aber wenn das dauerhaft passiert, dann sollte man sich einen anderen Job suchen. Nun gibt es aber auch noch die Problematik, dass Wertungen nicht ordentlich genutzt werden. Wenn ich ein Wertungssystem von 1 bis 100 bzw. von 1 bis 100% nutze, um die Qualität eines Produktes mitzuteilen, dann halte ich das grundsätzlich meistens für Schwachsinn.
Weil das geht nicht. Ob ein Spiel 85 oder 86% ist, das ist eigentlich schwachsinnig in meinen Augen und das kann man auch gar nicht richtig werten, außer man lässt da ordentlich Subjektivität mit reinfließen. Das große Problem, was ich mit diesen Wertungssystemen habe, ist, dass sie gar nicht richtig genutzt werden. Wir haben nämlich eine Art Wertungsinflation. Das heißt, dass alles, was weniger als 7 Punkte hat, beziehungsweise 70%, das gilt ja eh schon als Mist, als Rotz. Dabei heißt für mich ein Spiel, was von mir aus 60% hat, eigentlich nur, naja, es ist kein großartiger Titel, aber für Genrefans, ja, die können das Ding kaufen und da ihren Spaß bei haben. Ob das dann wirklich so ist, das müsste ich dann anhand des Tests selber rauslesen bzw. raushören, aber eine 6 von 10 ist für mich per se jetzt erstmal nicht, naja, dass ich das Spiel niemals kaufen sollte. Klar kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, mit welchen Erwartungen ich rangehe, aber das ist noch eine andere Geschichte. Diese Wertungsinflation hat zwei Probleme. Erstens, die Zuseherschaft bzw. Leserschaft ist da selbst etwas dran schuld, weil die wurde über die Jahre mit großen Top-Wertungen gefüttert und gefüttert, sodass sie denken, alles unter 7 oder 8 von 10 ist halt Rotz. Und dementsprechend sind dann ja auch die Kommentarbereiche, wenn man einen, ich sag einfach mal Uncharted 7 von 10 gibt oder einen Halo oder ein was auch immer. Das finde ich eigentlich gerechtfertigt, wenn man das im Text auch rechtfertigen kann, beziehungsweise seine Meinung hier ordentlich kundtun kann und dann diese 7 von 10 auch, naja, mit einer guten Begründung präsentieren kann. Dagegen habe ich auch nichts, aber trotzdem laufen die Leute dann gleich Sturm. Und dann kommt noch was anderes hinzu, der ein oder andere Publisher, der meint dann auch direkt zum Telefonhörer greifen zu müssen und mal durchzurufen. Was soll denn das? Wieso denn nur 7 von 10? Die anderen werten doch 8 und 9 und mehr. Das gab es leider immer mal wieder und das ist halt auch eine Geschichte, die ich immer etwas peinlich fand. Denn so versuchen sich natürlich die Publisher dann die guten Wertungen zu erschleichen. Und das versuchen sie nicht nur mit einem netten Anruf, sondern hin und wieder teilweise auch mit Kooperationen bzw. Marketingkampagnen. Hin und wieder ist es halt schon etwas komisch, dass die fette Kampagne zu Mafia 3 gerade auf der Webseite läuft, während der Test kommt und das Magazin dann auch noch überdurchschnittlich bewertet. Ich gebe hier niemanden einen Vorwurf bzw. die Schuld, dass er sich da beeinflussen lässt, aber es wirkt halt komisch. In den meisten Fällen glaube ich aber gar nicht, dass die Marketingabteilung da irgendwie Druck gemacht hat, beziehungsweise die Chefetage, weil man mehr Werbeetat auch für die folgenden Produkte des jeweiligen Publishers haben möchte, sondern ich glaube, viele Journalisten lassen sich da einfach etwas bauchpinseln durch Events, durch persönlichen Kontakt, durch kleine Geschenke und was auch immer. Die müsste man eigentlich ausblenden können, aber gerade der ein oder andere junge Kollege kann das in meinen Augen noch nicht. Nun ist das Thema Wertungen ja für mich auch noch so ein gewisses Thema, denn Gaming Clerks hat kein Wertungssystem, zumindest bisher nicht und ob es jemals mal geben wird, weiß ich nicht, könnte sein. Wenn Christian und ich aber ein Wertungssystem einbauen würden, dann hätte das höchstwahrscheinlich nur 1 bis 5 Punkte zu vergeben. Das heißt also, dass wir dann sagen würden, 1 Punkt ist ein wirklich schlechtes Spiel, 2 Punkt ist ein Spiel unter den Erwartungen, 3 ist mittelprächtig, 4 ist gut, 5 ist top. Das heißt, wir würden verhältnismäßig oft 2 und 3 Punkte geben. Und dafür würden wir sehr viel Hate bekommen. Das wissen wir, aber damit könnten wir dann einigermaßen leben. Aber ein Punktesystem bis 10 oder 100, das wäre für uns zu dumm. Denn so cool werten könnten wir da nicht und auch wir müssten uns dann tatsächlich so ein bisschen in diese Wertungsinflationsgeschichte reingeben und das würden wir nicht wollen. Also wäre für uns tatsächlich ein Wertungssystem 1 bis 5 am sinnvollsten. Die Quizfrage ist aber mal an euch, wie geht ihr eigentlich mit Wertungen um? Ab wann ist eine Wertung für ein Spiel, welches ihr, wir sagen jetzt mal so, nicht gehypt seid, ab wann seid ihr enttäuscht? Ab wann seid ihr angenehm erfreut? Schreibt das mal in die Kommentare und schreibt auch mal in die Kommentare, wie wichtig Wertungen generell für euch sind und auch wären. Von mir aus auch bei Gaming Clerks. Grundsätzlich würde mich dann auch noch hinten dran interessieren, lest ihr erst die Wertung und dann den Test? Lest ihr überhaupt oder hört ihr überhaupt den Test? Oder schaut ihr nur auf die Wertung? Schreibt das mal in die Kommentare. Und zum Rest, naja, schreibt auch was in die Kommentare. Wieso nicht?